Ich war betrunken. Ich habe nicht gewusst, was ich tue. Henning. Ich habe mich wieder an dich verliebt. Sag mal, was machst du eigentlich mit der Kneipe? Es fällt mir schon schwer, mich davon zu trennen. Nach der Hochzeit werde ich eine Annonce aufgeben. Er redet sich ein, dass er sich mit mir ablenken muss. Ich weiß, es war ja furchtbar, für ihn zu erfahren, dass seine große Liebe seine Schwester ist. Mit der er niemals zusammenkommt, weil er mich heiraten wird. Du hast uns doch nicht etwa belauscht. Hast du nicht gehört, du sollst verschwinden. So sehr hat Tanja heute Nachmittag an dich gedacht. Hat es dir die Sprache verschlagen, meine Liebe? Verhält sich so eine Frau, die sich angeblich in dich verliebt hat? Henning, bitte, ich kann dir das erklären. Das ist alles total anders. So, also ich hatte den Eindruck, dass du sehr viel Spaß hattest mit deinem Kollegen. Die Aufnahme stammt übrigens von heute Mittag. Was soll das Ganze eigentlich? Mittags vergnügt sich Tanja mit Lukas Roloff. Abends gesteht sie dir ihre Liebe. Tanja hat wirklich ein großes Herz. Die reinste Schmierenkomödie. Macht das bitte unter euch aus. Was wirst du mir böse, Clarissa? Eine Beziehung mit Henning kannst du dir abschminken. Aber dein Lukas wird dich schon darüber hinwegtrösten. Gratuliere mit dem Job, Gabriela. Danke dir. Bitte schön. Dankeschön. Es ist ja auch eine Riesenchance für mich. Ja. Tja, dann kann man euch beiden ja nur noch einen schönen Abend wünschen. Wünsche ich dir auch. Können wir denn? Ja. Okay, dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Na? Henning. Warum hast du den beiden nicht gleich ein paar Kondome in die Hand gedrückt? Entschuldige mal, was kann ich denn dafür, dass die beiden sich noch so gut verstehen? Halt bloß deine Klappe. Tut mir leid, Franzi. Sieht nicht so aus, als ob die hübsche Gabriela noch Luft für Daniel wäre. Wenn die beiden nicht mehr zusammen sind. Ja, Hauptsache, du kannst mir richtig einen reindrücken. Du hast die Brautentführung selbst inszeniert? Mhm. Mit Tango und allem drum und dran. Oh, so viel Romantik hatte ich ihm ja gar nicht zugetraut. Ja, was meinst du, wer die Romantik erfunden hat? Wir Männer für euch Frauen. Nur schade, dass die zwei nicht sofort auf Hochzeitsreise gehen können. Ich denke, sie wollten dich in Griechenland besuchen. Ja, schon. Aber erst in ein paar Wochen. Sag mal, ihr zwei, ihr müsst mich auch so schnell wie möglich besuchen kommen. Versprochen. Oh je, ich mag gar nicht an diese Packerei denken. Ach komm, wir helfen dir und dann geht's schneller. Was wird denn jetzt eigentlich aus dem No Limit? Ja. Hast du dir denn inzwischen mal ein paar Bewerber angeschaut? Nee, nicht so wirklich. Die Briefe, die ich auf meine Annonce bekommen habe, die liegen da drüben. Hatte noch keine Zeit, mir die anzuschauen. Ja, da ist doch bestimmt jemand dabei, der Interesse an so einem tollen Laden hat. Mhm. Und damit das auch so ein toller Laden bleibt, muss ich mir meine möglichen Nachfolger ganz genau anschauen. Henning, hör mir bitte einen Moment zu. Ich kann dir das erklären mit dem Videoband. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Ich möcht's aber. Tanja, es gibt nichts zu bereden. Bitte. Also? Es gibt einen Grund dafür, dass ich mit Lukas geschlafen habe. Ach. Meine Liebe zu dir. Das ist ja mal eine interessante These. Ich war verzweifelt und wusste nicht mehr weiter. Ich dachte, wenn ich mit Lukas schlafe, könnte ich dich vergessen. Seit wann verursacht Sex Alzheimer? Das war bei dir doch genauso, oder? Du hast auch mal mit mir geschlafen, um Marie zu vergessen. Dir echt die Augen auskratzen. Keine Panik. Zwischen den beiden läuft doch überhaupt nichts mehr.
Hey, du hättest mal sehen müssen, wie sie ihn angehimmelt hat. Wenn die beiden sich jetzt auch noch täglich über den Weg laufen. Das muss gar nichts heißen. Hat er sie gestern Abend eigentlich noch mit in die WG gebracht? Keine Ahnung. Hast du nichts gehört? Ich weiß nur, dass Daniel die Wohnung heute allein verlassen hat. Dann hat sie es also noch nicht geschafft. Wovon redest du eigentlich? Von dieser Tussi natürlich. Von den sonst. Bei allem Respekt, ja? Und ich verstehe dich auch total. Aber Gabriella ist keine Tussi. Die ist sehr nett. Ja, so nett, dass sie Daniel mit seinem besten Freund betrogen hat. Du kennst die Hintergründe überhaupt nicht. Hey, die brauche ich nicht zu kennen. Mir reichen die Fakten. An Daniels Stelle würde ich doch mit dieser Kuh kein einziges Wort mehr wechseln. Und ich fänd's toll, wenn sich die beiden endlich wieder verstehen würden. Natürlich rein freundschaftlich. Aber er wird's bestimmt nicht bleiben. Das No Limits gefällt mir. Da ist nur noch ein Punkt. Der wäre? Ich begreife nicht, warum Sie ein so gut gehendes Lokal überhaupt verpachten wollen. Ach so. Sie suchen nach einem Haken. Mhm. Keine Angst. Den gibt es nicht. Ich habe beschlossen, ins Ausland zu gehen. Also bleibt mir gar nichts anderes übrig. Klar. Dann sind wir uns also einig. Im Prinzip schon. Der Preis erscheint mir auch angemessen. Gut. Ja, wunderbar. Wo bleibt eigentlich die Eigentümerin? Wegen des Pachtvertrags, meine ich. Oh, meine Mutter müsste eigentlich jeden Moment kommen. Alles klar. Sie entschuldigen mich. Mhm. Ich rufe. Hi. Da bist du ja endlich. Darf ich vorstellen? Jule Roth, eine meiner fähigsten Mitarbeiterinnen. Herr Jensen, der neue Pächter. Guten Morgen. Hallo. Freut mich, dass ich Sie kennenlerne. Ich hatte Ihrer Chefin schon gesagt, dass ich das Personal übernehmen werde. Dafür sind wir Ihnen auch alle sehr dankbar. Das freut mich, denn es warten neue Herausforderungen auf Sie. Wie meinen Sie das? Naja, ich werde aus dem No Limits eine hypermoderne Spielhalle machen. Auf die Erfindung der Videokamera. Tanja beim Liebesspiel finden zu lassen, war zwar nicht ganz legal, aber... Aber dafür umso erfolgreicher. Henning wird Tanja in Zukunft kein Wort mehr glauben. Das ist sicher. Wir haben unser Ziel erreicht. Die Damen feiern ihren Triumph. Ist es nicht ein bisschen voreilig? Niederlagen zu akzeptieren war noch nie deine Stärke. Henning und ich werden ein Paar, trotz eurer kleinen Intrige. Merkwürdig. Ich hatte den Eindruck, dass das Videoband seine Wirkung nicht verfehlt hat. Wie man sich doch irren kann. Trotzdem weiterhin guten Appetit. Du gestattest. Wir wissen ja, dass du in einem Pferdestall groß geworden bist und dich nicht benehmen kannst. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Vielleicht haben wir uns ja doch geirrt. Das ist doch alles nur Show. Bist du sicher? Sie blufft. Ja, aber wenn sie Henning doch irgendwie von sich überzeugt hat. Das Video beweist doch eindeutig, dass sie mit einem anderen Mann im Bett war. Selbst Tanja kann sich da nicht rausreden. Ich finde es echt sehr schade, dass Nina weggeht. Ich habe mich so gut mit ihr verstanden. Naja, vielleicht ist der neue Chef ja auch ganz in Ordnung, ja? Hast du schon irgendwelche News? Nö, aber Nina meinte, sie will nicht gleich den Erstbesten nehmen. Hallo. Oh, morgen. Hi. Ich habe gerade noch mit meinem Vater über dich gesprochen. Wieso das denn? Er ist total begeistert, weil du seinen Oldtimer so teuer gekriegt hast. Ach, ich habe nur die Benzinpumpe gereinigt und die Zündkerzen gewechselt. Ja, aber da muss man erst mal drauf kommen. Du weißt, dass Oldtimer eine Leidenschaft von mir sind. Danke übrigens, dass du mir den Job vermittelt hast. Habe ich gerne getan. Darf ich dich zu irgendwas einladen? Ja, eine Cola bitte. Ja. Guten Morgen. Oh, hi, da bist du ja. Ja, hey. Möchtest du was trinken? Ja, ich nehme einen Kaffee. Ein Kaffee, bitte. Ja, und eine Cola. Ja, Entschuldigung. Sie wollen aus dem No Limits also eine Spielhalle machen? Mhm. Leider betrachtet Ihre Tochter das nur unter sentimentalen Gesichtspunkten. Aber Sie als Besitzerin sehen das hoffentlich etwas nüchterner. Ja, zumal Sie sicher sein können, dass die Pacht doch immer pünktlich bezahlt wird. Ich habe auch immer pünktlich bezahlt. Verzeihen Sie, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.
Und bei der Ablöse für sie würde ich auch mit mir reden lassen. Gutes Startkapital, Nina, das solltest du bedenken. Das darf aber nicht wahr sein. Ich bitte Sie, jetzt seien Sie doch vernünftig. Das No Limits war immer etwas ganz Besonderes. Naja, die Zeiten ändern sich. Ich will aber nicht, dass hier eine Spielhölle entsteht. Das bin ich meinen Leuten schuldig. Also Spielhölle ist ja wohl nicht ganz der richtige Begriff. Für meine Freunde und unsere Stammgäste war das No Limits immer etwas ganz Besonderes. So eine Art Wohnzimmer. Sollen die sich jetzt vorkommen wie auf dem Rummelplatz oder wie? Bei allem Respekt, aber Ihre sogenannten Stammgäste... Und was ist mit meinen Leuten? Meine Mitarbeiter? Sitzen die jetzt nur noch hinter der Kasse und wechseln Geld? Nina, wir finden bestimmt auch was anderes. Obwohl das sehr schade wäre. Na, sehen Sie. Kommt nicht in Frage. Wollen Sie diese Entscheidung nicht besser Ihrer Mutter überlassen? Ich sag Ihnen mal was. Ich fahr gar nicht. Ja, ich bleib hier. Und zwar so lange, bis ich jemanden finde, der in meinem Sinne den Laden weiterführt. Ist das auch Ihre Meinung? Jetzt muss ich aber wirklich los. Wie, jetzt schon? Ah ja, mein Prof hat gleich Sprechstunde, da muss ich auf jeden Fall hin. Ach komm, hä? Hey, diesmal geht's um eine Hausarbeit, das ist wichtig. Hey, kriegst du das eigentlich alles hin mit dem Job und deinem Studio? Das frage ich mich auch. Jedenfalls habe ich die Arbeitsprobe für Style & Grace fertig. Ja, mit solchen Arbeitsproben hat meine Mom schon viele Leute gequält. Dann kann ich ja nur hoffen, dass sie ihr gefällt. Ansonsten bin ich den Job los. Also, allzu viel würde ich mir sowieso nicht davon versprechen. Als Assistentin musst du hauptsächlich Kaffee kochen und kopieren. Ja, aber sicherlich nur am Anfang. Keine Ahnung. Also bei den Anfang sind ihre meisten Assistentinnen nicht hinausgekommen. Ja, meine Mutter kann ganz schön hart sein. Ich kenne das ja schon seit vielen Jahren. Boah, das macht mir nichts. Ich bin zäh. Ja, ich wollte dir die Sache auch nicht schlecht machen. Nee, das tust du auch nicht. So, ich muss jetzt wirklich los. Meine Mutter will das ja noch lesen. Ah, soll ich das mit nach Schönberg nehmen? Dann sparst du Zeit. Ja, das ist super, klar. Ja. Alles komplett? Oh, ich denke schon. Richtest du ihr bitte schöne Grüße aus? Mach ich. Okay, dann. Ciao. Viel Erfolg. Danke. Daniel, bist du so nett und holst einen Kasten Sprudel aus dem Keller? Ja, klar. Bin gleich wieder da, ne? Wie bitte? Die haben uns heimlich gefilmt? Was sind denn das für Methoden? Ach komm, alles halb so wild. Was heißt halb so wild? Ich werde rechtliche Schritte gegen sie einleiten. Weißt du, worüber ich froh bin? Dass wir nicht so viel geredet haben. Zumindest nicht darüber, was unser Vorhaben gefährden könnte. Aber deine Pläne mit Henning kannst du jetzt vergessen. Ich denke, er hat das Band gesehen. Ja, hat er. Aber ich habe ihm die verzweifelte Tanja vorgespielt, die nur mit dir ins Bett gegangen ist, um ihn zu vergessen. Und das hat er dir abgenommen? Naja, es blieb ihm nichts anderes übrig. Er glaubt auch alles. Erst haben wir ihm weiß gemacht, dass er Maries Bruder ist. Ja, er hat auch nur mit mir geschlafen, um die Gedanken an sie zu verdrängen. Umwerfendes Argument. Und das Schöne ist, er glaubt mir. Arme Clarissa und Beatrice, sie haben sich solche Mühe gegeben. Aber das Dumme ist nur, dass Beatrice jetzt über uns beide Bescheid weiß. Und das könnte mir beruflich schaden. Das glaube ich nicht. Ach ja. Ja, überleg doch mal. Bei All Media hat der alte Beinenbach das Sagen. Ja, und? Naja, was glaubst du, was er zu dem Video sagen wird? Du meinst also, sie kann mit den Aufzeichnungen gar nichts anfangen? Nee, ihr Mann jedenfalls gegenüber nicht. Der findet sowas überhaupt nicht witzig. Nee, komm, wir müssen noch ein bisschen vorsichtig sein. Wann schöpft Henning noch Verdacht? Ja, hallo Sabine, Nina hier. Ruf mich doch mal bitte zurück, sobald du die Nachricht abhörst. Bis dann. Tschüss. Ich verstehe nicht, warum sie nicht ans Telefon geht. Die Rezeption des Hotels müsste doch besetzt sein. Die wird sich schon noch melden. Ich weiß sowieso noch nicht, wie ich ihr beibringen soll, dass ich jetzt erstmal in Deutschland bleibe. Das war die richtige Entscheidung, Lena. So ein penetranter Kerl. Die Frage ist nur, wie finde ich so schnell jetzt einen geeigneten Nachfolger? Tja. Nina? Ich würde dir gerne einen Vorschlag machen. Und wenn ich das No Limits übernehme? Also, vorausgesetzt, deine Mutter zieht mich nicht über den Tisch. Ich? Für sie mache ich doch einen Freundschaftspreis. Ist das dein Ernst? Na, hör mal. Ich habe inzwischen genug Erfahrung gesammelt. Da kann ich auch eine eigene Kneipe aufmachen.
Entschuldige, Julchen, ich hatte dich unterbrochen. Kein Problem. Ja, was wolltest du denn sagen? Nichts weiter. Komm. Eigentlich wollte ich dir den gleichen Vorschlag machen wie Simon. Hallo. Hallo. Henning, hallo. Warum wolltest du mich so dringend sprechen? Bitte, setz dich doch erstmal. Gestern die Sache mit dem Video. Ich hoffe, dass du mir deshalb nicht mehr böse bist. Ja, öfter mal was Neues. Es war illegal, aber ich habe einfach keinen anderen Weg gesehen, um dir die Augen zu öffnen. Wovon sprichst du? Tanja ist so verlogen. Das Video ist der Beweis. Ich habe ihr nichts vorzuwerfen. Ich bin nicht mit Tanja zusammen. Wir sind gute Freunde, das ist alles. Aber sie behauptet doch, dich zu lieben. Ja und? Findest du das nicht etwas widersprüchlich? Was in Tanja vorgeht, ist nun wirklich ihre Sache. Henning, du musst doch merken, dass sie etwas im Schilde führt und ganz offensichtlich lügt. Clarissa, was hast du gegen meine Freundschaft mit Tanja? Ich will dich vor ihr warnen. Ist denn das so schwer zu begreifen? Immer mischst du dich in etwas ein, was dich nichts angeht. Guten Tag. Sie wünschen? Bitte einen Kaffee. Und was ist mit Marie? Geht sie das auch nichts an? Dass ich Marie wehgetan habe, das tut mir sehr leid. Ja, es ist nun mal passiert. Deswegen sollte es ein Grund mehr für dich sein, Tanja nicht mehr zu sehen. Es war ein schwerer Schlag für Marie. Wenn du wirklich etwas für sie tun willst, dann solltest du dich in Zukunft von Tanja fernhalten. Hey, vor dir steht eine Siegerin. Was ist los? Komm, ich zeig dir was. Was ist das? Dieses Blatt Papier löst all meine Probleme. Hast du etwa eine Formel gefunden, wie man aus Scheiße Gold macht? Nee, aber aus Frust Glück. Ach, kannst du mir das etwas genauer erklären? Also, das ist Gabriellas Arbeitsprobe. Und Daniel sollte sie eigentlich auf den Schreibtisch meiner Mutter legen. Mhm. Und wieso hast du sie jetzt? Ja, sie ist mir so in die Hände gefallen. Entscheidend ist, dass Daniel nachher eine leere Mappe abgibt. Und solche Unzuverlässigkeiten schätzt meine Mutter gar nicht. Du hast das geklaut? Ja, es ist mir so entgegengesprungen. Mit anderen Worten, du versaust Gabriella den neuen Job. Naja. Ich will nun mal nicht, dass sie bei uns arbeitet und ständig auf Daniel trifft. Spinnst du? Hast du schon mal dran gedacht, dass Daniel auch Ärger kriegen könnte, wenn er eine leere Mappe abliefert? Ja. Aber so ein kleiner Streit zwischen Daniel und Gabriella käme mir eigentlich ganz recht. Kannst du auch mal an was anderes denken, als immer nur an dich? Mann, für mich ist Dani nun mal total wichtig. Du verwöhnte Zicke! Mensch, es haben nicht alle so reiche Eltern wie du. Manche müssen echt was tun, damit sie weiterkommen. Das ist eine Riesensauerei von dir. Ja, ist ja schon gut. Nein, nichts ist gut. Du sorgst dafür, dass das sofort auf dem Schreibtisch deiner Mutter landet, ja? Sofort. Also, wenn dir das No Limit so wichtig ist, ich habe ja meinen Job im Schneiders. Aber du hast das eben nicht einfach nur so dahingesagt. Du möchtest auch Pächter werden. Ja, aber du arbeitest doch schon in der Kneipe. Aber du warst der Erste, der Nina den Vorschlag gemacht hat. Ja, weil ich mich vorgedrängelt habe. Also, Moment mal, dürfen wir beide vielleicht auch mal was dazu sagen? Könntet ihr euch mal einig werden? Also, ich ziehe mein Angebot zurück und damit basta. Nur meinetwegen? Das will ich aber nicht. Nein, nicht nur deinetwegen. Ich habe dabei auch an Charlie gedacht. Und an das Chaos, das ausbricht, wenn ich den Job im Schneiders an den Nagel hänge. Tja, was soll ich sagen? Na, wie wäre es mit Ja? Ich habe aber leider kein Geld für den Abstand. Oh, sagtest du nicht vorhin was von Ratenzahlung? Wenn das möglich wäre? Wir werden schon eine Lösung finden. Ich werde sie bestimmt nicht enttäuschen. Na, dann ist doch alles klar. Was ist denn hier los? Nur glückliche Gesichter. Wenn du eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank holst, dann kläre ich dich auf. Danke, Simon. Was? Darf ich vorstellen? Die neue Pächterin des No Limits. Ehrlich? Ja. Ja, aber was noch viel
schöner ist, all meine Probleme sind gelöst. Dich weiß ich bei Arne und Elisabeth gut aufgehoben. Ja, und das No Limit ist in allerbesten Händen. Na, da steht deinem Traum vom Hotel am Meer. Danke. Ja, nichts mehr im Wege. Ja, hallo, Nina Ryan? Sabine! Hör mal, du rufst ja genau richtig an. Moment. Ja. Hey. Hey. Du bist ein bisschen früh. Kannst du mir kurz helfen, bitte? Tanja, aus unserer Verabredung heute wird nichts. Oh, wieso? Hast du einen Geschäftstermin? Nein, ich will dir nichts vormachen. Es geht nicht nur um heute. Ja, aber... Bitte lass mich ausreden. Es hat keinen Sinn. Henning, tu mir bitte nicht weh. Wir sollten uns nicht mehr sehen. Ja, verstehe. Kann man wohl nichts machen. Hm? Natürlich bin ich enttäuscht. Okay, Sabine, bis dann. Hm? Tschüss. Was ist passiert? Nina. Griechenland. Griechenland kann ich wohl vergessen. Wieso? Was denn? Will Sabine nicht mehr, dass du kommst? Es ist keine Frage des Wollens. Es würde nur keinen Sinn mehr machen. Jetzt sag doch mal, was los ist. Nichts weiter. Es bleibt alles beim Alten. Warum denn? Weil es das Hotel nicht mehr gibt. Was soll das heißen? Sowas nennt man wohl eine Verkettung unglücklicher Umstände. Es fängt mit einem kleinen Feuer in der Küche an. Nur die Fritteuse. Ja, und weiter? Und dann kommt irgendein Vollidiot und gießt Wasser drüber. Und schon ist es passiert. Das Hotel ist abgebrannt? Die erste Etage. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Sabine war doch bestimmt versichert. An alles hat sie gedacht. Wirklich an alles, nur daran nicht. Schöne Scheiße. Hallo. War Herr Fritsche schon da und hat mit meiner Mutter geredet? Ihre Mutter ist noch gar nicht zu Hause. Und Herr Fritsche wurde gerade von ihrem Vater auf die Terrasse gebeten. Danke, Christian. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, danke. Das ist alles. Was machst du in meinem Rucksack?